Hallo und herzlichst begrüßt zu einem neuen Reisevideo. Wir starten ein Kontrastprogramm. Vom warmen Sardinien fahren wir nun in kältere Gefilde, nach Dänemark. Wir besuchen einen der schönsten Stellplätze, die wir kennen. Wir fahren mutig mit unserem Kai-Uwe auf den Strand, lernen Urzeittiere kennen, treiben uns im Museum rum und üben uns im Freistehen. Also, auf geht's und ab auf die Straße. Wir kamen ganz gut voran bis zum, wer hätte es gedacht, Elbtunnel. Hier gab es wie üblich einen Stau, aber wir hatten es ja nicht eilig. Ab der dänischen Grenze findet ein Entschleunigen statt, was besonders positiv im dortigen Straßenverkehr spürbar ist. Unser erstes Ziel heißt Ribe. Eilig sollte man es hier nicht haben, aber wir haben ja auch ein Reisemobil und kein Rasemobil. Wir fuhren in Ribe einen Stellplatz an, den es direkt vor der Altstadt gibt. Das Wetter war sehr stark mängeliert und es wurde noch viel schlechter. Es zog ein Sturm auf, der uns mit 120 km/h durchschüttelte und es regnete 120 Liter auf den Quadratmeter, quasi waagerecht. Aus kleinen Bächen wurden ordentliche Flüsse, aber die Gassen von Ribe sind eine Wucht. Nach 2 Tagen Regen hatten wir eigentlich den Entschluss gefasst, hier abzubrechen und wieder gern heimat zu fahren. Das hatte man wohl an höherer Stelle gehört und so zeigte sich plötzlich und unerwartet die Sonne, die sich laut Wetterbericht eine tagelange Auszeit nehmen sollte. Und so konnten wir doch noch einen Stadtrundgang machen, der sich lohnt. Ribe ist die älteste Stadt Dänemarks. Sie hat 8.287 Einwohner. Das gesamte Mittelalter hindurch, bis in die frühe Neuzeit, war Ribe der wichtigste dänische Hafen an der Nordsee. Ob hier so ganz nette Leute wohnen, das wissen wir nicht so genau. Das Wetter wurde wieder schlechter, aber wir hatten Rømø auf dem Plan und das wollten wir auf jeden Fall noch besuchen. Rømø ist die südlichste dänische Wattenmeerinsel. Sie liegt etwa 3 Kilometer nördlich von Sylt. Zu erreichen ist die Insel über einen ca. 9 Kilometer langen Damm. Wir besuchten den Stellplatz Oasen, der eigentlich aus 3 Stellplätzen besteht. Wir standen auf dem kleinsten Rondell und waren hellauf begeistert. Er lässt keine Wünsche offen. Außerdem gehört er zu den Top-Plätzen 2021. Das Meer ist fußläufig ohne Probleme erreichbar. Die Rezeption verfügt über einen sehr sympathischen Wandschmuck und ist tagsüber geöffnet. Der Preis für den Stellplatz belief sich auf 18 Euro pro Nacht. Strom und Wasser müssen zusätzlich gemünzt werden. Es gibt einen warmen Aufenthaltsraum, der mehrere Tische und einen Fernseher aufweist. Die sanitäre Anlage beinhaltet eine Sauna und Waschmaschinen. Hier noch ein paar Impressionen vom Platz, die wohl keiner weiteren Kommentierung bedürfen.
Zwei weitere riesige Stellplätze befinden sich hinter der Rezeption. Ein Ausflug zum Strand steht bevor. Die Wetter und damit auch Bodenverhältnisse haben uns aber dann doch in einer sicheren Position verharren lassen. Eine Strandfahrt haben wir uns dann doch nicht getraut, aber vielleicht später. Wir haben natürlich jede sich bietende Trockenphase zum Wandern genutzt. Der Wind war stark und verhindert auch sehr gut, dass sich lose Hundehaare in das Wohnmobil einschleichen konnten. In der Ferne zeigten sich immer wieder dramatische Wetterverhältnisse. So konnte man hier wunderbar beobachten, wie die Wolke nach unten ihre Luken öffnete. Kleinere Berge gibt es hier auch, die heißen aber hier Deiche. Während wir tapfer mit den stürmischen Winden kämpften, kamen andere Strandsportler auf ihre Kosten. Wir hielten im Wohnmobil bis abends die Stellung und konnten diese Schauspiele verfolgen. Abends nahmen wir unseren Stellplatz in der Oase wieder ein, der durch kleine grüne und rote Plättchen die Belegung der Parzelle deutlich anzeigen. Am nächsten Morgen stand ein Ausflug nach Wiedesande an. Hier haben wir früher mit den Kindern viel Urlaub gemacht. Wiedesande ist eine Hafenstadt an der dänischen Westküste, gelegen auf der Näherung Holmsland-Klit am Durchstrich zum Ringkøbingfjord und zählt 2876 Einwohner. Der erste Stellplatz, den wir anfuhren, lag direkt im Industriegebiet und gefiel uns nicht so gut. Wir haben jedoch die Gunst der Stunde genutzt und haben einen ausgiebigen Strandspaziergang unternommen. Die Einfahrt zum Hafen wird ordentlich frequentiert. Es gibt hier reichlich Angler und ein vorbeischwimmender Seehund fand auch dieses sehr interessant. Wahrscheinlich aber nur, um zu sehen, ob ihm die Angler vielleicht was auf die Gabel liefern. Diese Zugbrücke erinnert uns an eine Begebenheit mit unserer Tochter, die allen fröhlich zuwinkte, als die Brücke eigentlich schon nach oben ging. Nach dem ausgiebigen Strandspaziergang sind wir zunächst einmal in unser Stammrestaurant gefahren. Hier gibt es ordentliche Küche zu ordentlichen Preisen und der Eingangsbereich ist sehr interessant, aber seht selbst. Ordentlich gestärkt fuhren wir nur zu einem Stellplatz direkt im Hafen. Für 20 Euro verlebten wir hier eine ruhige Nacht. Nach einem Spaziergang ohne Hunde kamen wir zurück ins Mobil und uns schauten diese Augen an. Wir wissen, dass sie überwiegend freundlich ist, aber als Fremder, naja. Den Teil 1 wollen wir dann so locker ausklingen lassen und hier zeigen wir euch noch, was euch im nächsten Teil erwartet. Wir besuchen das Tierputzmuseum, üben uns im Freistehen und versuchen uns im Strandfahren.
Also schaut mal wieder rein, ein Abo hilft allen, die Glocke anklicken und ihr bekommt sofort Nachricht von den neuen Abenteuern. Schön, dass ihr bis hierhin zugesehen habt und viel Spaß im nächsten Teil.